Leoben ist als heimliche Bierhauptstadt des Landes bekannt, doch schon seit einigen Jahren ist auch das Weinfest am Hauptplatz nicht mehr wegzudenken. Und so hat sich das Wohnzimmer Leobens in ein echtes steirisches Weindorf verwandelt. Wir haben nur steirische Winzer, 40 an der Zahl, vom Jungwinzer bis zum Altwinzer ist alles vorhanden, wirklich toll. Regionale Köstlichkeiten und stimmungsvolle Musik bringen beste Stimmung in die Stadt. Da haben wir wandernde Musiker, drei Paare an der Zahl, die gehen durch, die spielen auch Wunschmusik, wenn jemand was hat. Wir hatten Besuch jetzt schon aus Kärnten, die haben sich ein Kärntner Lied gewünscht, die waren ganz glücklich. Also wir sind wirklich sehr flexibel. Auch die steirischen Weinhoheiten hielten in Leoben Hof und bewiesen, dass sie nicht nur optischer Aufputz, sondern auch mit perfektem Wissen ausgestattet sind. Man muss ja auch eine Prüfung absolvieren vor einer 7-köpfigen Jury und da wird man dann auf Herz und Nieren geprüft. Die Amtsperiode dauert insgesamt 2 Jahre und wir haben jetzt sogar letzte Woche die Halbzeit erreicht. Also 1 Jahr steht uns noch bevor. Ein Weinfest in einer Bierhochburg ist auch für die junge Winzerin definitiv etwas Einzigartiges. Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine sehr tolle Geschichte, dass man das hier macht, damit man den Menschen auch näher bringt, was wir für tollen Wein auch in der Steiermark haben. Finde ich ganz, ganz toll. Weinaffine Leobnerinnen und Leobner haben mittlerweile sogar schon eine Weinritterschaft gegründet. Die Europäische Weinritterschaft ist ja international, gibt es wie gesagt in mehr als 25 Ländern Europas. Der Hauptsitz des Senats ist in Eisenstadt und es gibt ein Konsulat in der Steiermark und der nächste Schritt war natürlich, dass man hier in Leoben ein Legat gründet und das ist uns vor knapp 7 Jahren gelungen. Das Legat Mondaneum Leobiensis. Auch Sie sind Botschafter des steirischen Weins und geben Ihr Wissen rund um die exzellenten Tropfen an Weinliebhaber weiter und genießen dazu natürlich auch ein gutes Glaserl. Ich glaube, die Stimmung ist so ausgezeichnet und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Wein ganz einfach diese positive, freundliche Stimmung erzeugt.